Im Osten der Ukraine dauern die heftigen Kämpfe an. Die Lage sei extrem schwierig, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Der bisherige Druck auf Russland reiche nicht aus. Russland setzt auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu bekämpfen. Selenskyj verwies darauf, dass allein gestern auf die Stadt Mykolaiv 10 russische Raketen abgefeuert worden seien, alle auf zivile Ziele. Wassily Golod in Kiew. Nachdem Sjewerodonezk nach wochenlangen Gefechten ja komplett von der russischen Armee eingenommen wurde, gehen jetzt die Angriffe auch auf die Nachbarstadt Lysychansk ungemindert weiter. Was hören Sie? Was ist dort in der Nacht geschehen? Es ist von gewaltigen Angriffen die Rede, so hat es der Gouverneur der Region Luhansk formuliert. Die Angriffe gehen unvermindert massiv weiter, es herrscht dort ständiger Beschuss. Die russischen Truppen versuchen, Lysychansk zu umkreisen, einerseits zu blockieren, andererseits und diese Stadt zu besetzen. Erklären Sie uns nochmal, warum ist Lysychansk eigentlich strategisch so wichtig? Lysychansk ist die letzte Stadt, nachdem Severodonezk ja gefallen ist, besetzt ist von russischen Soldaten, die letzte Stadt in der Region Luhansk, die Russland erobern will, besetzen will. Sie ist strategisch deswegen wichtig, weil das ja eines der Teilziele ist, die Russland formuliert hat, einerseits die Region Donetsk und andererseits die Region Luhansk. Damit bleibt wirklich nur noch diese Stadt. Aus ukrainischer Sicht ist es so, dass dort versucht werden soll, die russischen Truppen zu binden, gezielte Schläge auf den russischen Vormarsch auszuüben und somit den russischen Vormarsch einzudämmen. Inwiefern können denn die Ukrainer den Angriffen überhaupt etwas entgegenhalten? Wir haben ja viele ausländische Waffen, die mittlerweile im Land angekommen sind, aber werden die nun tatsächlich einen Unterschied machen können? Die Waffen scheinen schon jetzt einen Unterschied zu machen. Es ist die Rede von gezielten ukrainischen Angriffen auf russische Munitionslager, die in der Ukraine in den besetzten Gebieten errichtet worden sind. Also dort scheint es erste Ergebnisse, erste erfolgreiche Ziele aus ukrainischer Sicht gegeben haben, die getroffen wurden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Russland weiterhin militärisch überlegen ist. Die ukrainische Armee schildert das so, dass gerade jetzt die Situation in Lysychansk so ist, dass die russischen Truppen dort ausgezehrt werden sollen. Also es werden gezielte Angriffe dort ausgeübt. Es wird versucht, diesen Vormarsch zu unterbinden, um einerseits die russischen Kräfte zu schwächen und andererseits natürlich auch die Masse der russischen Soldaten zu minimieren aus ukrainischer Sicht. Die Hauptstreitkraft befindet sich noch im Osten der Ukraine. Aber wie ist die Lage in den anderen Gebieten? Es gibt weiterhin Angriffe im Norden in der Region Kharkiv, es gibt weiterhin Angriffe im Süden auf Mykolaiv. Also die Lage ist unverändert hart und angespannt aus ukrainischer Sicht, gerade auch für die vielen Zivilisten, die in diesen Regionen wohnen. Es sind ja schon diverse Menschen beispielsweise nach Kharkiv zurückgekehrt, die in den ersten Wochen das Land verlassen haben, beziehungsweise die Stadt verlassen haben. Es bleibt also eine sehr, sehr schwere Lage für die Menschen im Land, in den Regionen, die massiv unter Schuss stehen. Lassen Sie uns noch kurz ein bisschen genauer auf die Bevölkerung schauen. Wie geht die denn jetzt mit den Angriffen um? Gibt es noch diese Flüchtlingsströme, die es am Anfang des Krieges gab, heraus aus den umkämpften Gebieten oder harren die Menschen tatsächlich jetzt aus? Das kommt auf die jeweilige Situation an. Nehmen wir beispielsweise Lysychansk, wo wirklich ständiger Beschuss herrscht. Das ist gerade das Epizentrum der kriegerischen Handlung. Dort sollen sich nach Informationen des Gouverneurs 15.000 Menschen aufhalten. Es wird wohl versucht, einige Menschen aus der Stadt in Sicherheit zu bringen. Es ist aber aufgrund des ständigen Beschusses sehr, sehr schwer. Kharkiv habe ich gerade angesprochen. Viele Menschen sind dorthin zurückgekehrt. Ich weiß von Menschen, die sagen, ich werde die Stadt nicht verlassen. Es gibt aber weiterhin Menschen, die sagen, das wird mir jetzt zu heftig. Ich gehe wieder Richtung Westen und hoffe, dass es ruhiger wird. Aber Fakt ist auch, und auch das kann ich immer wieder nur wiederholen, es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine. Überall sind ständig Raketenangriffe möglich. Es gibt Regionen, wie gerade geschildert, die besonders heftig unter Beschuss stehen. Aber es ist niemand nirgendwo in diesem Land derzeit sicher. Wassily Golod, passen Sie auch auf sich auf und vielen Dank. Danke nach Kiew.